Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und natürlich, hier und heute haben wir euch was ganz Besonderes mitgemacht, denn... Genau, es ist wieder Pack-Battle-Zeit und da es ein neues Set gibt, passt das umso besser. Genau, also heute auch wieder mit der Sanna. Genau. Und wir öffnen hier jeder drei Booster aus diesem letzten Display. Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Genau, also jeder drei... Und mit den anderen Boostern machen wir noch ein weiteres Pack-Battle. Da spielen wir dann auch nochmal 3 gegen 3. Und die anderen Booster, da lasse ich mir andere Openings mit einfallen. Wir machen eventuell noch ein 18er Booster Pack-Opening. Genau. Und jetzt, wie gesagt, in diesem Opening öffnen wir jeder 3 Booster. Und falls ihr auch Pokémon-Karten jeglicher Art sucht, schaut mal bei www.tradingcardgames.at vorbei. Von dort habe ich nämlich diese Displays. Ja, Sanna, was hättest du denn gerne für Artwork? Sollen wir die einfach mal hintereinander nehmen? Okay, wir nehmen die 6, die... Ah, hier sind auch schon direkt 6. Schwupp. So. Ich will... das, die Seite. Gut, dann nehme ich mit Ray Ray und du hast Muramura. Muramura. Haben wir herausgefunden, was das bedeutet? Nee, noch nicht so wirklich. Vielleicht Mauer, Mauer auf irgendeiner Sprache? Ist das nicht sogar lateinisch für irgendwas mit Mauer? Nee, ist ja auch. Okay. Gut, dann hast du die Seite mit Muramura und ich fange hier mal an mit meinem Jirashi-Pack. Ja, sehr süß das Ganze. Genau, Jirashi-Prisma ist gar nicht schlecht. Latias-Prisma ist aber tatsächlich noch besser. Ich mag den Film so gerne mit Jirashi. Ja? Ja. Mit Dü-Dü-Dü-Dü-Dü und so? Genau. Naja, die von euch, die den Film gesehen haben, die wissen, was wir damit meinen. Ja, genau. Der ist sogar noch mit Maike und Max, der Jirashi-Film. Genau. Mit denen aus der Hoenn-Region. Und daraus sind hier auch die meisten Karten-Artworks. Weimar. Ach, jetzt haben wir gar keine Secret-Dings-Karte festgelegt. Das müssen wir eigentlich noch machen. Flemdi. Hat Flemdi 2 Artworks? Ja. Ja, okay. Ja, dann geht das. Dann nehme ich Kindwurm. Okay. Genau. Ist auch keiner von diesen beiden Karten hier gewesen. Weimar, Knopfenser. Genau, Lumpy, also Kindwurm und Flemmi haben beide 2 Artworks. Schade, nicht in diesem Pack. Finstersynergie, Reptine. Lanthorn, sehr cool. Draschel, die Weiterentwicklung von Kindwurm. Weimar ist auch die Reverse. Schade, ich hätte Weimar nehmen sollen. Deoxys ist die Stern. Ja, dann ist Sanna dran. Also ganz normale Punkteverteilung. Auch hier die Holos geben natürlich 2 Punkte. Prismas geben 3. GX geben 3, eine Stern-Reverse gibt 1 Punkt und die Wildcard, also der Pick da von mir mit den Kindwurms und Sannas Pick mit den Flemlis gibt ebenfalls 1 Punkt. Genau, also alles wie immer, nur ein neues Set. Genau, aber das Set ist megamäßig cool. Das muss man dazu sagen. Okay. Ja, ich habe dieses Mal tatsächlich zuerst was geöffnet und war ziemlich erfolgreich. Genau. Tuska, Hydropi, Schneckmack, Tanhee, Lavitar. Mhm. Das ist sehr cool vom Artwork. Ja. Feuerenergie, Sanganabis, Blanas. Blanas. TV-Reporter. Fritzeblitz. Auch kein Stern-Reverse. Und Gewaldro. Ja, okay, okay. Auch keine Punkte für mich. Nö. Naja, also, ihr entscheidet letztendlich natürlich auch noch zusätzlich, wer ihr glaubt, wer gewonnen hat. Schreibt es einfach unten in die Kommentarsektion, was ihr meint, wer die besseren Pulls hatte von uns. Aber nach Punkten werten wir das, wie gesagt, ein bisschen aus. Hier, wie ihr seht. So. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendeine GX hier zu Gesicht bekommen, sei es ich oder Sanna. Also ich habe mich mittlerweile ans Verlieren gewöhnt, aber ich öffne einfach zu gerne Packs und deswegen lasse ich mich immer wieder dazu überreden. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich immer so irgendwie das glückliche Händchen habe. Das nächste Mal suchst du meine Packs aus. Genau, Samurzel haben wir hier. Schlupuckfeuer, Tanhee, Schuppet, kein Kindwurm, Hydropi.
Eine Elektroenergie. Dummiesel. Letzte Chance, Trank. Hier haben wir noch einen Schluck weg. Die Reverse ist Köderball. Okay. Und die Stern ist, ach du Heiliger, die gibt's auch noch. Colossand GX. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Okay, 210 KP hat das Gute. Gespenstisches Licht, 60 Schadenspunkte. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt. Okay. Lebensverkoster zieht 100, heile 20 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Das ist leider gar nicht gut. Also, die ersten beiden Angriffe sind schon mal für die Tonne. Sandfurcht GX, 60 Schadenspunkte mal ein riesiger Text. Hä? Schau dir die obersten 13 Karten deines Decks, des Decks deines Gegners an und lege beliebig viele Pokémon, die du dort findest, aus deinem Ablagestapel. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte mal der Anzahl der auf diese Weise auf seinen Ablagestapel gelegten Karten zu. Dein Gegner mischt die anderen Karten zurück in sein Deck. Okay, crazy. Also zieht auf jeden Fall jede Menge KP, wenn viele Pokémon drin sind. In 13 Karten, die man aus seinem Deck zieht. Wenn man das so runterrechnet, was so der Schnitt in Decks ist, ja, so 12 Pokémon auf jeden Fall. Mindestens 12 bis 14 Pokémon hat ein professionelles Turnierdeck. Und folglich in 13 Karten müssten so ungefähr, ja, vielleicht 3 bis 4 oder so drin sein. Folglich sind es 180 Schadenspunkte, die Colossand damit auf jeden Fall zufügen sollte. Das ist schon ganz gut. Kann natürlich mal mehr, mal weniger sein. Ja, Leute, also der GX-Move ist gut. Das andere ist für die Tonne, wirklich. Aber sehr cool, eine GX. Das bedeutet 3 Punkte für mich und eine Hülle. Denn die Karte habe ich noch. Also habe ich schon gepullt, aber tatsächlich drehe ich das letzte Display vor den anderen beiden. Deswegen. Ja, kommen wir zu meinem zweiten Pack. Und hoffentlich habe ich jetzt auch Glück. Werden wir sehen. Und deswegen nehme ich das Logo-Pack zuerst, weil ich auf Jirachi hoffe. Du verwirrst mich hier. So, ja. Los geht's. Mit Fritzeblitz. Gehweier. Genau. Onix. Ich finde das Artwork so cool. Ja, das ist aus Neo Genesis. Wir haben Perlu. Loturzel. Kampfenergie. Kurtel. Köderball. Regenbogenenergie. Lebenskräuter. Ist auch keine Sternkarte. Und Moruda. Stern. Das marode Schiffs. Wie nennt man das nochmal? Steuerrad. Genau. Okay. Leute, mein letztes Pack hier schon. Von diesem Pack Battle mit dem allercoolsten Pokémon jemals. Naja, so ungefähr. Also Rayquaza ist schon einer meiner Favorites. Schon ungefähr so. Also mindestens unter meinen Top 10 Pokémon. Mit einem richtigen Top 10 Pokémon kann ich gar nicht so wirklich definieren. Aber es ist lustig, ne? Ich habe dir wieder die Wahl gelassen und da siehst du mal, was dir das bringt. Das nächste Mal wählst du zuerst. Naja, nee, du kannst ruhig nach mir wählen. Das macht mir immer, vor mir wählen. Das beschert mir immer die besten Puls. Fanfi und Wingull. Gekabor. Ich hätte Gekabor nehmen sollen. Wurteball, Sneebel, Psychoenergie. Ja, das Set ist so riesig, deswegen zieht man auch meistens nicht die. Das, was man so unbedingt will. Xenia, Ultraball, Tausch. Schrein der Bestrafung. Okay, Schrein der Bestrafung. Ist die Reverse. Ist auch kein Stern. Und, Leute, Alola Radikal GX. Also in 3 Packs, 2 GX. Das muss man erstmal hinkriegen. Und echt geil. Echt genial. Das bedeutet, ich habe jetzt tatsächlich 6 Punkte. Und ich habe noch gar keinen. Und du hast noch keinen. So, das kannst du nur raushauen mit einer Stern-Reverse und einer Secret Rare. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, oder? Hast du nicht gesagt, Prisma gibt auch drei? Ja, stimmt. Wenn eine Prisma und GX, das wäre ja schon... Oder eine Prisma und eine Holo und dein Pick. Ui. Es tut mir leid, dass ich die Packs immer so zerstöre. Ja, genau. Ich bin echt gespannt. Wäre natürlich jetzt echt cool, wenn du auch noch was drin hättest. Aber das wäre natürlich richtig krasse Puls für so ein paar Booster. Ups. Hier fällt alles um oder so. Vielleicht hast du ja eine Prisma. Wäre cool, wenn du diese Schrein-Prisma ziehen würdest. Also eine Stadium-Karte als Prisma. Die brauche ich auf jeden Fall. Wir haben Wingull. Mhm. Gek Arbor. Voltoball. Sneebel. Das Artbank mache ich auch gerne. Samurzel. Pflanzenenergie. Expedition ins Unterirdische. Knackiger Name. Metheno. Jungglut. Die Weiterentwicklung. Kriegt dafür einen halben Punkt? Nein. Schade. Letzte Chance, Trank. Deine letzte Chance ist... Woo! Tangolis GX. Aber das reicht ist aber nicht. Cool. Ja. Das ist echt cool. Also, ich verstehe es jetzt auch nicht. Wir haben 6 Packs geöffnet und 3 GX gezogen. Das ist schon krass. Das arme Display, das hat jetzt schon nicht mehr so viel Action, wie es eigentlich haben hätte können. Genau. Ich hole nochmal hier die Puls nach vorne. Genau, und zeige im guten Licht ohne... Ja, genau. Also sehr nice Puls jedenfalls hier mit dem Radikal, Alola Radikal, um ganz genau zu sein. Colossant GX war echt meiner Meinung nach der coolste Pull, denn die hatte ich noch nicht. Und Tangolist GX ist natürlich auch ganz passabel, ne? 3 Punkte für dich, Sanna, und 6 für mich. Ja. Macht einen Sieg für dich. Schon wieder. Schon wieder. Aber es gibt eine Revanche. Leute, keine Angst. Wir machen noch ein Pack Battle. Und da werden wir einfach nochmal sehen, wer die besseren Pulls hat. Und das tragen wir jetzt natürlich auch noch aus. Im nächsten Video. Euer Pokémoniac wünscht euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann.